Liebe Freunde, einige Gedanken zu Parashat Miketz. In unserer Parasha trifft Yosef nach vielen Jahren auf seine Brüder. Aber er verrät noch nicht, dass er Yosef ist, sondern er ist der strenge Anführer Ägyptens. Und er verwirrt seine Brüder. Einerseits legt er ihnen Geschenke in die Säcke, andererseits verurteilte sie und sagt, sie hätten etwas von ihm gestohlen. Einerseits gibt er ihnen Ehre, andererseits legt er einen der Brüder ins Gefängnis und möchte noch einen Bruder haben. Sein ganzes Benehmen gegenüber seinen Brüdern ist sehr zwiespaltig. Was dazu noch kommt, ist die Tatsache, dass wahrscheinlich die Brüder von seinem Benehmen auch sehr verwirrt sind. Denn einerseits wissen sie, das ist der Held des Nahen Ostens. Er in Ägypten hat es geschafft, das ägyptische Volk aus der Hungersnot herauszubringen. Er hat mit ganz viel Intelligenz es geschafft, die Wirtschaft Ägyptens aufrechtzuerhalten und aus allen umgebenden Ländern Menschen nach Ägypten zu bringen und das Getreide zu kaufen. Wie kann das sein, dass ein so kluger Mensch wie dieser Anführer, Sie wissen ja noch nicht, dass es Yosef ist, so merkwürdige Dinge mit ihnen macht. Mal ihnen was schenkt, mal sie verhaftet. Dieses ständige Hin und Her muss doch in ihnen einen Zweifel ausgelöst haben, ob alles mit diesem Menschen in Ordnung sei. Warum macht Yosef das? Eine mögliche Antwort ist die folgende. Yosef will seinen Brüdern eine wichtige Lehre mitgeben. Er will ihnen das Folgende sagen. Ihr, meine Brüder, haltet euch doch für ganz besonders kluge Menschen. Ihr seid die Söhne von Jakob Avinu, die Repräsentanten des zukünftigen jüdischen Volkes, die 11 Stämmen Israels. Ganz besondere Leute. Nichtsdestotrotz wart ihr in eurem Urteil falsch, als ihr mich oder euren Bruder Yosef verkauft habt. Daraus sehen wir, dass sogar Menschen, die sehr intelligent sind, die viele besondere Charaktereigenschaften und Stärken haben, auch vor allem, wenn es um persönliche Interessen geht, die sie ja gehabt haben in ihrem Konflikt mit Yosef, dass sie auch irren können. Und genau dasselbe Bild wollte er über sich vermitteln. Ich bin ein großer Anführer in Ägypten. Ich bin berühmt für meine wirtschaftlichen Erfolge, die ich Ägypten erbracht habe. Aber zur selben Zeit agiere ich ohne jegliche Logik. Mal belohne ich euch, mal bestrafe ich euch. Auch ich in meiner Größe mache Fehler, mache falsche Entscheidungen. Und das soll sie zum Nachdenken anregen und sagen, ja, wir halten uns groß, das haben ja auch die Brüder von sich gedacht, aber auch wir, trotz unserer Größe, haben falsche Entscheidungen getroffen. In diese Richtung möchte er sie lenken. Und das ist oft ein Widerspruch, der uns schwerfällt, ihn zu akzeptieren. Wir sehen große Menschen um uns herum, Menschen mit großen Errungenschaften und dann agieren sie sehr merkwürdig, machen falsche Entscheidungen und wir schwappen um und sagen, oh, dann ist dieser Mensch kein großer Mensch. Aber in der Tat will uns Yosef zeigen, dass ein Mensch ist ein vielschichtiges Wesen und er kann groß sein, intelligent sein, aber zur selben Zeit kann er auch Fehler machen, Fehlentscheidungen machen. Und unsere menschliche Kraft liegt daran, nicht sofort den Menschen als immer gut abzustempeln oder immer schlecht abzustempeln, sondern zu sehen, dass in diesem Hybrid, den der Mensch darstellt, er viele Seiten hat und diese Seiten zu akzeptieren. Und wenn man auch sehr intelligent und besonders und viele gute Fähigkeiten hat, so wie die Brüder, zu akzeptieren, auch ein solcher Mensch wie wir, die diese Eigenschaften haben, kann Fehlentscheidungen treffen. Und diese Fehlentscheidungen, für die muss man Verantwortung übernehmen. Shabbat Shalom.